Ja, und herzlich willkommen zurück hier bei Arizog Batman Arkham Origin. Zuletzt ist ja, sind wir ja hier oben so eine kleine Falle sozusagen aufgetreten. Da ist ja ein Heli gekommen und der wurde ja irgendwie abgeschossen. Und da unten liegt er. Und das werden wir uns jetzt erstmal anschauen, was passiert ist. Keine Überlebenden. Dafür wird jemand bezahlen. Ich muss den Tatort untersuchen, um herauszufinden, wer. Ja. So. Gucken wir hier was? Nein. Achso, die Toten. Erstmal analysieren. So. Der Hubschrauber war außer Kontrolle. Der Pilot wurde beim Aufprall getötet, nicht durch den Schuss von vorhin. Okay. Aber warum ist er abgestürzt? Vielleicht kann ich auf dem Dach mehr erfahren. Okay, das heißt... Da hoch? So vielleicht? Nein. Okay. Ach, da auch so. Okay. Ich dachte, von hier aus kann ich den ersten Aufprall analysieren. Okay, dann analysieren wir mal. Genau. Der Heckrotor wurde abgetrennt, als der Rumpf auf das Gebäude geprallt ist. Ich sollte den Tatort nach dem Heckrotor absuchen. Okay, und der Heckrotor kann ja nur unten sein. So, mal gucken. Nein. Ist der vielleicht hier runtergefallen, oder? Mal gucken. Nö. Also das ist ja das Werbeschild da oben. Oh, nein. Nee, hier oben ist er auch nicht. Warum liegt hier oben? Ja, wir haben doch hier gerade ein... Okay. Trotzdem finde ich gerade den Heckrotor nicht. Bin ich blind? Entschuldigung für den Husten. Aber... Hallo, Herr Heckrotor, wo sind Sie? Wo ist der Heckrotor? Ist er da hinten vielleicht? Also ich glaube zwar nicht, aber naja, okay. Ja, also er zeigt wirklich nur, dass da oben ein Gebiet ist. Und hier unten. Ne, das ist wieder was anderes. Warte mal, ich muss hier nochmal. Ach nö, sag bloß. Okay, dann halt so hoch. Ah, warte.
Ich habe ihn. Sehr schön. Mann. Also, dass ich nochmal hoch bin. Der Hubschrauber ist abgestürzt, nachdem ein Hochleistungsgeschoss den Heckrotor zerstört hat. Eine Analyse der Ballistik wird mich zum Standort des Schützen führen. Ja. Und den haben wir ja schon da unten gesehen. Genau. Somit haben wir den Schützen, den wir schon gefunden hatten. Hier stimmt was nicht. Der Mann hier war beim SWAT. Wieso hat er auf einen Polizeihubschrauber geschossen? Achso, scannen, ja. Er hat nicht auf den Hubschrauber geschossen, sondern auf mich gezielt. Der Ballistik zufolge wurde er durch einen Querschläger derselben Kugel getötet, die den Hubschrauber erwischt hat. Nur eine Person ist zu so einem Schuss fähig. Deadshot. Die Flugbahnanalyse wird mich zu Deadshots Schussposition führen. Okay. Frag mich, wie teuer es wird, das Chaos aufzuräumen. Es sind bestimmt Millionen Schäden. Und die Nacht ist noch nicht mal vorbei. Und woher nehmen Sie das Geld? Erhöhen bestimmt die Steuern. Machen Sie ja immer. Und dann wundern Sie sich, warum wir alle sauer sind. Hier muss der Schuss hergekommen sein. Ich sollte die Gegend scannen. Okay. Alle Einheiten, wir erhalten Meldungen über eine Ruhestörung. Position folgt. Wie vermutet, die Hülse stimmt mit anderen in der Verbrecherkartei überein. Und alles deutet in Richtung Deadshot. Aber hier endet seine Spur, es sei denn... Auf der Patronenhülse sind Zahlen eingraviert. 451-326. Sieht aus wie eine Funkfrequenz. 451-326. Achso, da oben steht's. 4. Was ist das denn? Hallo, Batman. Wie ich sehe, hast du meine Nachricht entschlüsselt. Gut gemacht. Aber leider ist die Zeit für Spiele vorbei. Komm zur Bank. Da würde ich dir eine Kugel verpassen und meine Belohnung kassieren kann. Ach, und falls du nicht kommst, ich habe eine Geisel und mir juckt der Finger am Abzug. Okay. So, Deadshot. Unsere Mission wäre jetzt eigentlich... Nee, das ist Deadshot. Ja. Und unsere Mission wäre jetzt... Wo? Oh, worauf sind wir denn da? Black Mast Drogenlager. Okay, cool. Das ist jetzt auch nochmal so ein Drogenlager, ja. Da auch... Ja, dann natürlich Deadshot. Ist doch vollkommen klar, oder? Hab meine PIN vergessen. Dann muss ich wohl improvisieren. Nein, wir gehen jetzt nicht hin, sondern wir machen ihn platt. Oh, darf ich da rein? Vielleicht? Okay. Dann mal schauen, was so auf uns zukommt. Auf jeden Fall jede Menge Bewaffnete. Zurück an die Arbeit! Ich kümmere mich drum! Ja, so. Mal gucken, können wir seine Waffe auslegen? Nein, natürlich nicht. Fluch der Scheiße! Ihr habt ihn gehört. Los, Leute! Oh, mein Kopf. Huhuhu. Ich muss
muss. Er schaut also doch noch vorbei. Wo zum Teufel? Er hängt da wie eine Jagdtrophäe rum. Ja. Dass er nicht tot ist. Moment mal. Vielleicht kommt er ihn später holen. Ich werde das Teil finden und dann stopfe ich dir das Maul damit. Er hängt da rum wie eine Piñata. Ich sehe doch genau, dass du da drüben nur faulest. Kein Problem. Kein Problem. So, dann nehmen wir den nächsten hoch. Lass ihn mich nicht kriegen, lass ihn. Ich hab genug hiervon. Ich finde dich. Ich werde dich finden und ich werde dir wehtun. Okay. Komm schon, wo bist du? Was machst du denn? Bring mir die Fledermaus. Wir gehen ja schon. Ist er da? Ach so, mehr können wir hier. Hör mit dem Scheiß auf! Sorge, wir machen. Habt ihr ihn gefunden? Ist er da? Okay, dann vielleicht. Nee. Ich hab genug hiervon. Dumme Ablenkung. Komm schon, wo bist du? Nein, die Waffe funktioniert noch. Mist. Zurück an die Arbeit. Wartet mal. Dann machen wir das anders. Die. Hör mit dem Scheiß auf. Er muss in der Nähe sein. Wir finden ihn. Dann nochmal darüber. Hey, Versager! Beweg deinen Arsch! Wir müssen die Fledermaus finden. Und zwar schnell! Okay, jetzt darüber. Hängen lassen. Entschuldigung. Was machst du denn? Bring mir die Fledermaus! Damit wir ihn wenigstens packen können. Leben. Oh, warum habe ich das so gemacht? Ein schöner, sauberer Treffer. So wie ich es mag. Ach, stimmt da gar nicht. Nicht du warst, sondern so ein kleiner Scherger.